Ein Wintermärchen von Axel Lechtenberger. Wisper der Schneedämon. Jedes Mal, wenn der Winter mit seinem klirrenden Frost kam, der Schnee zu Boden fiel und die Landschaft wie mit Puderzucker bestreute, wirbelte der Schneedämon Wisper aus der weißen Winterlandschaft hervor, der wie Nebelschwaden, um sich ein Opfer zu holen, suchend über den Boden wallte. Lange hatte er darauf warten müssen, denn das letzte Frühjahr riss ihn frühzeitig, bevor er ein geeignetes Lebewesen gefunden hatte, von dieser Welt. Nun gierte es ihn nach dem Geruch und dem lieblichen Geschmack von Leben. Unstet durchzog er die schneebedeckte Landschaft in der Hoffnung, bald auf Leben zu treffen. So näherte er sich einem Kinderheim, aus dem fröhliches Kinderlachen ertönte. Es war ihm nicht gestattet, dort hineinzugehen, denn als Dämon durfte er sich nur über Schnee bewegen. Seine Kräfte würden ihn sofort verlassen, sobald er den frostigen und schneebedeckten Boden nicht mehr unter sich haben würde. So umkreiste er widerwillig und hadernd das Gebäude und hoffte darauf, dass irgendwann einmal ein unvorsichtiges Kind herauskommen würde. Eines Tages, als ein kleines Mädchen neugierig seine Nase zur Tür herausstreckte und sich diebisch über die Schneemassen freute, war es dann endlich soweit. »Hallo Schnee!« rief sie fröhlich und schnappte sich begeistert einen Schlitten, um den Hang im Hof hinabzurodeln. Wisper war verzückt. Er schnupperte, entrückt den Geruch des Kindes ein, wirbelte wie der Wind durch den Schnee, um sich am unteren Ende des Hanges zu sammeln und sich zu einem Schneemann zu formen. Nichts ahnend rodelte das Mädchen die Schräge hinab und kurz vor dem Schneemann, der sie mit Kohlenzähnen angrinste, zum Stehen zu kommen. Neugierig näherte sie sich diesem mächtigen und sie weit überragenden Kunstwerk, das eine Möhre als Nase besaß. Unter seinem Arm klemmte ein Ast, von dem sich kleine Zweige fächerartig abteilten und einen Besen darstellen sollte. Und auf seinem Kopf hockte ein dunkler Zylinder. Rabenschwarze Augen schienen sie durchbohren zu wollen. Und der breit grinsende, aus glitzernden Kohlebrocken geformte Mund wurde noch breiter. »Hallo, du süßes Mädchen, wie heißt du denn?« Erstaunt stierte die Kleine, die nicht älter als 6 Jahre alt war, diesen merkwürdigen Schneemann an. »Hallo, Schneemann! Du kannst sprechen? Das ist aber toll! Ich bin die Leonie!« Vergnügt sprang und tanzte sie um den Schneemann herum, wobei Wispers Schneemannkopf ihren Bewegungen folgte und sich um sich selbst drehte. »Hahaha, das ist aber lustig!« rief sie freudestrahlend. »Du kannst sprechen und deinen Kopf drehen. Wie machst du das?« »Das kann bestimmt nicht jeder Schneemann.« »Da hast du recht«, entgegnete Wisper gut gelaunt. »Ich kann sogar laufen!« Er ließ seine Massen über den Boden gleiten und umrundete seinerseits das Mädchen, das daraufhin heiter kicherte und gluckste. Jetzt stoppe ich mal und wer mehr hören oder lesen möchte, der schreibt mich einfach an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss!